könnte eine Cloud-Strategie aussehen? Wenn wir jetzt in den Bereich Financial Services gehen, gibt es ja riesige Infrastrukturen, gerade wenn man sich vielleicht Kunden in der Schweiz vorstellt. Und da ist natürlich das Thema Kosteneinsparung schon eines der großen Treiber gewesen. Und insofern hat man ganz oft in die Applikationen, die Lift- und Shift-fähig sind, geguckt, weil das letzten Endes mal erstes großes Volumen gegeben hat. Ich denke mal auch relativ leicht nach vorne zu bringen war. Ich denke, das ist so ein bisschen Financial Services spezifisch. Es gibt natürlich auch andere Kundenumgebungen, die letzten Endes sagen, wir wollen letzten Endes agiler werden, wir wollen das Business beflügeln können. Und wenn man in die Richtung denkt, ist natürlich das Thema Analytics ein sehr heißes Thema, wo man letzten Endes ja viele Daten analysiert und akkreditiert. Und da haben wir auch Kunden gehabt, jetzt gerade im Retail, wo die Standard-IT Probleme hatte, die Business-IT schnell genug zu unterstützen. Und man einfach gucken musste, dass man jetzt Agilität und Speed gewinnt, damit Business-Entscheidungen früh genug in die richtige Richtung gehen. Also gibt verschiedenste Treiber. Ich glaube, man muss immer schauen, Kosteneinsparung, Agilität, Flexibilität, was sind die Treiber? Mhm. Und ich glaube, je nachdem kann es unterschiedliche strategische Ansätze geben. Der Trend ist ganz klar in Richtung Cloud. Die Zukunft ist Multicloud. Es gibt kaum ein Unternehmen, mit dem wir zu tun haben, die sich auf einen Cloud-Anbieter verlassen zu 100%. Das heißt, es ist meistens eine Mischung aus mehreren Anbietern. Und ja, die Kunden haben natürlich jetzt die Möglichkeit, sich das Beste aus allen Welten rauszunehmen. Und ja, das Ganze halt, und das, glaube ich, ist die größte Herausforderung für die Unternehmen, das Ganze in eine IT-Strategie zu packen. Mhm. Und das Ganze dann auch mit Risikomanagement auch entsprechend abzuwägen und zu sagen, okay, welche Bedrohungen gibt es und wie verteile ich meine Services so, dass ich möglichst resilient aufgestellt bin. Mhm. Ich habe auch schon erlebt, dass ein Kunde den Cloud-Anbieter, den Hypervisor wechseln wollte, im konkreten Fall war es von AWS in Richtung Azure. Und dieser Kunde hatte aber die Komplexität dieses Vorhabens komplett unterschätzt. Der dachte, das sind ja nur virtuelle Maschinen, ist ja nur eine SAP-Umgebung in drei Zonen. Das kann ja nicht so schwer sein. Der hat geglaubt, das kann man mit Drag and Drop von einer Cloud in die andere rüberziehen und das ist übers Wochenende erledigt. Dem ist natürlich nicht so, weil die Hypervisor-Architektur nicht eins zu eins vergleichbar ist und die Daten hinüberkopieren geht auch nicht in Minuten. Und dieses Thema, das dort wahrscheinlich vom Einkauf getrieben war, um halt, was kostet eine virtuelle Maschine hier und was kostet sie dort, da hätte dieser Business Case Sinn ergeben, aber die Komplexität und das Risiko eines derartigen Vorhabens ist halt dann doch enorm. Das hätte Wochen an Aufwand bedeutet, ich hätte ein gutes Project Management gebraucht und halt eine SAP-Umgebung knipse jetzt nicht einfach so aus. Ja, vor allem, wenn das jetzt ein Unternehmen ist, das in Österreich, ich weiß es nicht, 150 Filialen betreibt, dann muss das schon online sein. Dieser Kunde hat sich dann letztendlich dann doch anders überlegt und ist bei der Cloud geblieben, die er hatte. Das kann halt unterschiedlich aussehen, dass Kunden halt ihr eigenes Rechenzentrum haben, plus halt irgendwie mit einem Hyperscaler arbeiten, wo wir unsere agile Applikationsplattform drüber legen. Kann aber auch sein, dass der Kunde einfach verschiedene Hyperscaler benutzt, über die er letzten Endes eine Managementplattform bauen möchte. Und das sind dann so unsere Beratungsansätze. Geht dann halt sehr stark auch letzten Endes in die Richtung agile Anwendungsentwicklung, Cloud-Native-Anwendung, all das, was wir gehört haben, Kubernetes. Das ist so unser Thema, wo die Mannschaft warm läuft. Und was ich auch gesagt habe, natürlich mit dem Thema Broadcom VMware, die Weiterentwicklung von 3-Tier-Umgebungen jetzt in diese agile Anwendungsapplikationsoberfläche, wo man aber halt auch sehen muss, dass Kunden letzten Endes auch eine Strategie oder letzten Endes hinterfragen können oder sollten, sind sie letzten Endes mit ihren Architekturen dann auch für die Zukunft gerüstet oder was können letzten Endes jetzt die Formen von cloud-nativen Anwendungen dann auch zukünftig für Mehrwerte für Kunden schaffen. Was ich erlebe ist, dass es ganz starke Strömungen gibt in Richtung europäischer Cloud. Mhm. Ich glaube, viele wollen sich nicht damit abfinden, dass es nur amerikanische Anbieter gibt, die großen Cloud-Anbieter sind. Das heißt, kennen viele Projekte, die jetzt erst damit starten, Rechenzentren zu bauen, Infrastructure as a Service anzubieten aus Europa heraus. Ganz stark der Trend, dass die Cloud näher zu den Unternehmen kommt. Man sieht das, was
was die großen Hyperscaler da jetzt dann an Rechenzentren bauen, allein in Österreich auch. Das heißt, die wollen natürlich auch aus technischen Gründen, dass die Infrastruktur näher zu den Unternehmen wandert. Aber ganz, ganz viele auch, die da Alternativen anbieten wollen, weil natürlich das Datenschutzthema weiterhin ein spannendes bleibt. Also Schrems 2 und so weiter. Wir kennen alle diese Themen und gibt ja genug, die sagen, die amerikanischen Cloud-Anbieter sind eigentlich nicht 100% datenschutzkonform. Und einige Ortschaften stehen da heute noch unter Wasser. Und ein guter Freund von mir hat dort eine Firma und die sind circa 1,5 Meter unter Wasser gestanden. Das heißt, vor dem Gebäude türmen sich jetzt alle möglichen Dinge von Büromöbeln weg bis über die Mitarbeiterküche, aber auch Drucker, Computer, alles Mögliche ist dort sozusagen im Sperrmüll gelandet. Und hätten die noch einen Server vor Ort gehabt und die Backup-Bänder im Kasten daneben oder im Safe von mir aus, das wäre alles vernichtet gewesen. Es ist zuerst im Schlamm versunken und dann kam die Feuerwehr und hat das mit dem Feuerwehrschlauch rausgespült aus dem Gebäude, um irgendwie den Schlamm rauszukriegen. Also das wäre alles vernichtet gewesen und die wären dort geschäftsmäßig quasi gestanden. Wenn ich als Firma nicht mehr weiß, welche offenen Bestellungen gibt es, was ist mein Lagerstand, welche Rechnungen sind noch nicht beglichen. Also es ist ja ein unvorstellbares Desaster eigentlich, vor dem man sich ja tatsächlich nicht schützen kann. Und denen hat es natürlich sehr geholfen, dass sie eben vor 2 Jahren eben auch als die alte Hardware zum Ersetzen war, sich dann für das Alternativangebot entschieden haben, nicht einen neuen Server gekauft haben, sondern stattdessen ins Full Outsourcing gegangen sind. Wie lange kann ich damit leben, dass gewisse Services offline sind? Und viele kommen dann drauf, wenn es zu spät ist, dass ein Restore ihrer Daten viel, viel länger dauert, als sie eigentlich an Stillstand ihrer IT-Services vertreten können. Mhm. Und das sind natürlich Dinge, die man sich im Vorfeld überlegen muss. Und als Stichwort Fast Restore beginnt man heute, nachdem Speicherpreise günstiger geworden sind, sogar Backups schon auf Flash-Disken zu legen, um hier möglichst schnell restoren zu können und das RTO-Fenster möglichst gering zu halten, damit ich schnell wieder up and running bin. Und das sehe ich als eine große Herausforderung. Also wir haben sehr viele Mittelstandskunden, die sich kein eigenes Rechenzentrum, kein zweites Rechenzentrum leisten wollen und sagen, okay, ich habe ein Rechenzentrum und ich möchte mir jetzt Disaster Recovery als Service einkaufen. Wer heute noch keine Zwei-Faktor-Authentifizierung verwendet, ist ja in allergrößter Gefahr, möchte ich jetzt behaupten. Also da müsste man sich wirklich vom Internet komplett trennen, damit das kein Problem wäre. Und diese Prozesse muss man einfach in den Griff bekommen und diesen eigentlich bekannten Regeln folgen, dass man kein Kennwort weitergibt, dass es keine Shared Accounts gibt, dass man nicht irgendwelche SSH-Keys irgendwo auf einem Fileshare in der Firma herumliegen lässt und jeder kann damit einen Root-Account auf einem Linux-Server öffnen. Viele, viele Dinge muss man einfach prozesstechnisch betrachten. Für uns als Dienstleister ist das natürlich ebenfalls ein wichtiges Thema. Das ist zum Beispiel auch so, dass man nicht mit einem Gerät, das man jetzt als Techniker verwendet, sie auf alle möglichen Kundensysteme über VPNs irgendwo gleichzeitig hinverbinden kann. Mhm. Weil wenn irgendwo irgendetwas wäre, es muss ja gar nicht von uns ausgehen, es könnte ja sein, dass ein Kundensystem aus einem anderen Angriffsvektor heraus befallen ist und das würde dann über unsere Admin-Geräte dann sich verbreiten und sich auf alle unsere Kundensysteme verbreiten. Das wäre der Super-GAU sozusagen eines IT-Dienstleisters. Und damit das eben genau nicht passiert, braucht es eben ganz klare Prozesse und Regeln, wie Techniker auch zu arbeiten haben. Was so der nächste wirklich große Schritt wird Quantencomputing werden. Ja. Das wird allerdings nur eine Zeit lang dauern, wenngleich es ja schon Unternehmen gibt, die das schon abstrahieren und wo man schon Software entwickeln kann, die dann 1:1 auf Quantencomputer auch laufen kann. Also da passiert ja schon ganz viel im Research. Aber das wird so wieder einen ganz richtigen Schub geben, auch was den Security-Aspekt betrifft und so weiter. Und ich bin überzeugt, dass viele andere Knowledge-Worker, also eben Leute, die im Büro sind, die Texte schreiben, die Verträge schreiben oder Techniker, die irgendwelche technischen Probleme lösen, von
KI wahnsinnig profitieren können. Für den Blue-Collar-Worker in einer Fabrik, der nur die E-Mails braucht, um Unternehmensmitteilungen zu lesen, wird das kein Thema sein auf absehbare Zeit. Aber für die klassischen Büroarbeiter ist das, glaube ich, gegessen. Also der Drops ist gelutscht. Die Frage, die mal im Raum stand bei uns, war, schafft man es sich im Monat dadurch eine halbe Stunde Arbeit zu ersparen, um diese 30 Euro zu rechtfertigen? Und ich bin überzeugt, dass es nicht 30 Minuten im Monat sind oder so, die man sich damit sparen kann. Es sind wahrscheinlich 30 Minuten am Tag, die man sich damit sparen kann. Und damit ist das ein No-Brainer.